Mein Name ist Olaf Kropp. Ich habe heute ein paar Praxisbeispiele für Sie dabei. Das heißt, wie haben wir als Unternehmen Teams eingeführt, beziehungsweise sind bei etlichen Dingen sind wir noch dabei, Teams gerade einzuführen. Und ich möchte Ihnen mal so ein bisschen die Bandbreite näher bringen, wie wir Teams nutzen, beziehungsweise nutzen möchten. Heute das Thema von meiner Seite aus Microsoft Teams, Einsatzszenarien beim Personaldienstleister. Was erwartet Sie heute bei der Präsentation? Zum einen ganz kurz eine Unternehmensvorstellung, das werden wir nicht allzu lang halten. Es dient halt dazu, Ihnen vielleicht auch so ein bisschen den Hintergrund zu vermitteln. Wer sind wir, wie arbeiten wir und dann auch den nötigen Hintergrund zu haben, um zu verstehen, wie wir an der einen oder anderen Stelle Teams einsetzen. Dann der Kern der Präsentation heute, die Einsatzszenarien aus der Praxis. Wir werden uns zum einen anschauen Bewerbungsgespräche über Teams, hausinterne Schulungen, dann Live-Events, also genau das, was wir hier auch gerade bei der Teams Summit machen. Dann Führung der Vertriebsorganisation ist ein viertes Thema, was ich für Sie dabei habe. Und dann die Organisation der Niederlassung an sich. Das sind Dinge, die wir ja derzeit noch in Planung haben, wie wir möchten, dass sich unsere Niederlassungen organisieren. Und dann zum guter Letzt die Lohn- und Gehaltsabrechnung. Auch hier sehen wir einige Einsatzszenarien für Teams. Zu guter Letzt dann der Ausblick, wie geht es weiter? Was nehmen wir uns für die Zukunft vor, wie wir Teams nutzen wollen? Da geht es zum einen natürlich um die Weiterentwicklung der oben genannten Themen, aber auch natürlich neue Themen. Und last but not least natürlich Ihre Fragen. Ja, steigen wir gleich ein mit der Vorstellung, wer sind wir als USG People? Wir als USG People sind in Europa tätig, das heißt, wir sind in Deutschland, in den Benelux-Ländern und in Frankreich unterwegs. Wir selber haben ja über 763 Niederlassungen in diesen Ländern, haben über 4.700 interne Mitarbeiter und ungefähr 68.716 Mitarbeiter im Kundeneinsatz. Wir unterscheiden hier zwischen den internen Mitarbeitern, die praktisch unser Geschäft managen. Das ist vom Vertriebsmitarbeiter über den Controller, über den IT-Mitarbeiter und dann die Mitarbeiter, die im Kundeneinsatz sind. Das sind sozusagen Mitarbeiter, die wir an unsere Kunden entliehen haben. 2018, aus dem Jahr sind die Zahlen, haben wir ungefähr 2,7 Milliarden Umsatz gemacht und die USG People ist Teil der Recruit-Gruppe. Die Recruit-Gruppe ist eine weltweit agierende Unternehmensgruppe. Hauptsitz ist in Japan. Die Recruit-Gruppe vereinigt etliche Marken und Firmen zum Thema Personaldienstleistung bzw. HR-Media und Marketing-Media. Ein Unternehmen, was viele von Ihnen kennen, das auch zur Recruit-Gruppe gehört, ist die Firma Indeed. Ja, was bieten wir für Dienstleistungen an? Unsere größte Säule ist das, was in der Mitte steht, das Thema Arbeitnehmerüberlassung oder was man in Deutschland auch unter dem Begriff Zeitarbeit kennt. Das heißt, wir entleihen Arbeitnehmer an unsere Kunden, vorwiegend in Deutschland jetzt im Helferbereich, das heißt der klassische Lagermitarbeiter, der Kommissionierer oder auch in der Produktion. Wir betreiben aber auch Personalvermittlung, also wenn wir mal auf die rechte Seite der Folie gehen, und bieten aber auch spezialisierte Qualifikationen an im Bereich Office und Finance. Auf der linken Seite gibt es Großkundenlösungen. Das heißt, wir statten hier auch für einige Kunden von uns ganze Lagerlokationen aus. Das heißt, auch hier gibt es entsprechende Logistikzentren, die komplett von uns betrieben werden. Und das funktioniert dann auch in Zusammenarbeit oder in Einklang mit solchen sogenannten OSMs, also On-Site-Management. Sprich, wir haben dort eigene Büros, um eben entsprechend diese Mitarbeiter dort zu managen. Ja, wenn wir auf die deutsche Gesellschaft schauen, dann teilt sich die USG People in drei Marken auf. Das ist einmal die Unique Personal Service, das ist die größte Marke. Dann die Technikum und die Secretary Plus. Die Unique und die Technikum sind sich ziemlich ähnlich, wobei die Technikum sich auch sehr stark auf gewerbliche Fachkräfte spezialisiert. Und die Secretary Plus, ich denke, das sagt der Name schon an der Stelle, ist spezialisiert im Bereich Office-Assistenzen.
Ja, Sie sehen an den Zahlen der Standorte, da möchte ich vielleicht mal als Überleitung für unser Thema Teams gerne darauf eingehen. Wir haben in Summe, hier sind es über 80 Standorte, 83 Stück. Das ist immer so ein bisschen schwankend. Momentan, glaube ich, sind wir eher so bei 85 Standorten. Das heißt, wir arbeiten sehr verteilt als Unternehmen. Das heißt, wir haben hier eine Herausforderung, gewisse Dinge, die zentral ablaufen, die zentral koordiniert werden, dann auch entsprechend ja, abzuwickeln. Und genau für diese Einsatzzwecke werden Sie auch später in den Beispielen sehen, nutzen wir Teams oder möchten wir Teams auch in Zukunft verstärkt nutzen. Ja, vielleicht bevor wir in das erste Beispiel gehen, noch mal ganz kurz erzählt, wie wir so als Unternehmen auch IT-technisch auch in Sachen Teams und Office 365 aufgestellt sind. Ist, denke ich, auch noch mal ganz wichtig zu erfahren. Wir sind grundsätzlich als Land eigenständig, was die Einsatzszenarien angeht und auch die Nutzung dieser Office 365-Produkte. Wir stimmen uns aber innerhalb des Konzerns sehr stark ab. Das heißt, auch solche Veranstaltungen, wie wir jetzt hier machen, finden bei uns intern im Konzern statt. Das heißt, wir gleichen uns, was die Nutzung von zum Beispiel wie Produkten Teams angeht, sehr stark ab, um eben auch einen guten Informationsaustausch gewährleisten zu können. Ein klassisches Thema ist, wir haben eine globale IT-Leiterkonferenz. Es sind 30 IT-Leiter drin, läuft auch alles über Teams, läuft auch über Live-Events etc. Ja, starten wir vielleicht einfach mal ins erste Beispiel. Einsatzszenarien aus der Praxis, Bewerbungsgespräche über Teams. Ich habe die Folien immer ähnlich gestaltet. Das heißt, wir fangen als erstes mal an mit der Motivation. Was hat uns überhaupt dazu bewogen? Wir haben, wie ich eingangs schon gesagt habe, sehr starken Anteil an Zeitarbeitskräften. Wir haben aber auch einen gewissen Anteil an Facharbeitern. Und wenn Sie jetzt so einen Bewerbungsprozess anschauen bei Facharbeitern, dann ist es das so, dass Sie natürlich jemanden haben, der vielleicht nahe am Ort der Niederlassung ist und auch mal persönlich vorbeischauen kann für ein Bewerbungsgespräch. Wir haben aber auch Mitarbeiter, die sich vielleicht örtlich verändern wollen und deshalb eine weitere Anreise haben, beziehungsweise sich von einem entfernten Ort her bewegen. Und da wollten wir einfach eine Möglichkeit schaffen, zumindest die Erstgespräche oder einen Teil des Bewerbungsprozesses entsprechend remote durchführen zu können. Die Planung hat gestartet vor Covid-19. Das hat uns dann, wie jedes Unternehmen auch, insofern eingeholt, dass wir hier ganz schön Gas geben mussten bei der Implementierung. Das heißt, das war natürlich auch nochmal, was die Motivation angeht, ein entsprechender Treiber. Ja, wir haben es umgesetzt. Im Endeffekt haben wir Teams im Unternehmen als ja, Videokonferenzplattform etabliert. Wir hatten den Vorteil hier in Deutschland, dass wir auf der grünen Wiese starten konnten. Das heißt, wir hatten kein Skype im Einsatz. Wir hatten auch keine andere Lösung. Wir hatten zwar Webex hier und da genutzt, aber nicht in der Fläche. Das heißt, es war wirklich für uns ein Thema, dass wir hier auf der grünen Wiese starten konnten. Was uns wichtig war bei der ganzen Lösung ist, dass es möglichst einfach für den Bewerber ist, so eine Videokonferenz oder ein Bewerbungsgespräch per Videokonferenz nutzen zu können. Das heißt, es soll über mehrere Devices nutzbar sein. Es soll aber auch möglichst ohne die Erstellung eines Office 365-Accounts oder was auch immer möglich sein, hier einem Gespräch beizuwohnen. Das lässt sich mit Teams so durchführen. Das heißt, wir haben heute einen Prozess am Start, dass Sie Mitarbeiter einladen können zu einem Teams-Meeting. Der Mitarbeiter kann joinen, entweder über die App, die er sich runterlädt, oder über den Webbrowser. Und ja, wie haben wir das Ganze implementiert? Wir haben zum einen dafür gesorgt, dass wir, was diesen gesamten Prozess angeht, also von der Einladung für den Teilnehmer, von der Anleitung, die wir verschicken, über die rechtlichen Hinweise, die Sie heute mitliefern müssen, haben wir zum einen mal ein einheitliches Branding. Das heißt, der Bewerber kann sich zu jeder Zeit identifizieren mit dem Unternehmen und weiß auch, dass er sozusagen hier an der richtigen Stelle ist. Sie wissen, als Laie ist es oft immer schwierig, wenn Sie dann irgendwelche anonym ausschauenden Links bekommen. Aus diesem Grund war uns es wichtig, dass auch an vielen Stellen einfach unser Logo zu sehen ist, dass es immer das gleiche Look and Feel hat. Ja, dann natürlich eine
klare, kurze und knackige Bedienungsanleitung für den Bewerber. Sie sehen hier in der rechten unteren Ecke einen Screenshot unserer Einladung. Weiter unten sehen Sie, dass ein Teil dieser Einladung umrahmt ist. Da geht es zum einen um die rechtlichen Hinweise und zum anderen gibt es einen Button Hilfe. Wenn Sie den aufrufen, kriegen Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie diesem Bewerbungsmeeting beiwohnen können. Und last but not least, Schulung der Mitarbeiter. Das heißt, wir haben auch wiederum mit Webinaren im Haus unsere Mitarbeiter geschult, wie sie diese Bewerbungsprozesse mit Teams als Videokonferenzplattform nutzen können. Ja, das zweite Einsatzszenario, was ich dabei habe, ist das Thema hausinterne Schulungen. Auch hier wieder zunächst die Motivation, ganz klar, wie bei jedem von Ihnen an der Stelle, Covid-19 war natürlich ein starker Treiber, aber auch natürlich die Klassiker Kosten, Zeitersparnis. Wie Sie gesehen haben, wir sind auf 83 Niederlassungen verteilt, allein das Thema Onboarding. Wir haben Stand heute oder wir hatten, bevor Covid-19 kam und bevor wir Teams eingeführt haben, hatten wir ein klassisches Onboarding-Training. Das heißt, jeder neue Mitarbeiter wurde hier 2 Tage lang nach München verfrachtet sozusagen und hat an dem Onboarding-Meeting teilgenommen. Die aktuellen Pläne sind so, dass wir das Schulungsprogramm so weit reduzieren, dass wir hier mit, sagen wir mal, höchstens einem Tag Präsenztraining dabei sind, beziehungsweise dass wir es gegebenenfalls noch weiter reduzieren können. Die Schulungen, die wir klassisch anbieten über diesen Weg, sind die klassischen Systemschulungen. Das heißt, wie benutze ich unser Kennzahlensystem, wie benutze ich unser ERP-System. All diese Schulungen werden mittlerweile über Teams abgewickelt. Wie haben wir das implementiert? Natürlich auch wieder über diese Videokonferenzplattform, über die Funktionalität, entsprechend Konferenzen und Meetings abzuhalten. Wir nutzen Teams zur Organisation und Ablage von Schulungsdokumenten. Das muss man wie folgt erklären. Wir setzen pro Schulung automatisiert ein Team auf. Und in diesem Team ist eine vordefinierte Struktur vorhanden. Das heißt, wir nutzen von der Solutions to Share den Teams Manager, um genau diesen Prozess abbilden zu können. Wir nutzen auch weitere Apps, wie zum Beispiel Polly. Polly ist eine App, mit der Sie solche Kurzabfragen, sogenannte Polls, machen können. Das ist für uns ein Mittel, mit dem Sie diese Trainings etwas interaktiver gestalten können. Sie haben einfach bei so einem Webmeeting oder bei so einer Webschulung das Problem, die Teilnehmer sitzen an verschiedenen Standorten. Sie haben auch nicht bei jedem Teilnehmer unbedingt ein Kamerabild zur Verfügung. Das heißt, Sie wissen, als Trainer müssen Sie halt einfach schauen, dass Sie die Leute bei Laune halten, dass Sie die beschäftigen. Und das können Sie natürlich am besten, indem Sie die Inhalte so, ja, ich sag mal, interessant und abwechslungsreich wie möglich halten. Wir haben es implementiert, wie schon gesagt, wir haben einen Team-Installations-Workflow mit dem Teams-Manager aufgesetzt. Das heißt, für jede Schulung wird ein Team installiert, in dem die Dokumente abgelegt werden, in dem sich die Teilnehmer auch vorab gerne schon austauschen können oder auch während der Schulung oder nach der Schulung. Mit dem Teams Manager haben wir auch einen Lifecycle-Prozess implementiert. Das heißt, dieses Schulungsteam wird in der Regel existiert es ein Dreivierteljahr. Und danach wird es dann automatisch archiviert bzw. gelöscht. Es dient einfach dazu, wir haben eine Vielzahl von Schulungen pro Jahr. Und das ist sozusagen der Teil der Systempflege, dass Sie nicht zu viele Teams am Ende haben, da wir ja pro Schulungsdurchgang ein Team entsprechend aufsetzen. Wir nutzen weitestgehend standardisierte Hardware. Das war uns auch ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wir haben an jede Niederlassung ein Package verschickt mit einer einheitlichen Webcam, mit einheitlichen Lautsprecher und Headset-Systemen. Uns ging es einfach darum, dass wir so weit wie es geht versuchen wollen, diesen Hardware zu vermeiden. Das dient einfach
zu, dass dieser ganze Prozess, wie die Leute in dem Meeting beitreten, wie stabil das funktioniert, das wird einfach beschleunigt bzw. wahnsinnig stabilisiert. Wenn Sie hier mit verschiedenster Hardware umgehen müssen, haben Sie ein Problem, weil dann beginnt Ihr Schulungstermin immer erstmal damit, dass Sie eine Viertelstunde brauchen, um die 12, 13, 14 Schulungsteilnehmer in die Schulung zu bekommen. Ja, auf der Folie hier nochmal zwei Screenshots dargestellt. Das eine ist die Lifecycle Policy aus dem Teams Manager. Das ist einfach nur mal hier verdeutlicht, wie das läuft. Das heißt, hier können Sie entsprechend einstellen, was passiert. Und auf der rechten Hälfte sehen Sie die Teams-Struktur, wie sie aufgesetzt ist. Das heißt, Sie sehen hier ganz oben, ich zeige es eben mal hier mit der Maus, wir haben diesen allgemeinen Kanal und dann haben wir sogenannte Gruppen. Das ist, ich glaube, wir haben insgesamt 4 oder 5 Gruppen, die wir standardmäßig anlegen. Das bietet dem Trainer die Möglichkeit, die Teilnehmer auch in sogenannte Breakout Rooms zu schicken. Das heißt, Sie können, wenn Sie eine Schulung haben mit 12 Teilnehmern, können Sie jetzt sagen, wir machen 3x4 als Gruppen und ich schicke die Leute dann in so kleine Breakout Sessions, um zum Beispiel kleine Arbeitsaufgaben zu machen. Die Screenshots hier unten sind Screenshots von Polly. Da geht es einfach darum, dass Sie mal sehen, wie diese Polls ausschauen können. Das heißt, Sie können das nutzen, um dem Teilnehmerkreis gewisse Fragen zu stellen, um vielleicht auch mal anonym gewisse Informationen abzufragen. Ist ein ganz gutes Mittel, um das ein bisschen interaktiver zu halten. Das dritte Einsatzszenario ist Live-Events zur Unternehmensinformation. Auch da ganz kurz die Motivation, ein ganz großer Treiber war, wir haben bisher WebEx genutzt, WebEx mit einem sogenannten Concierge-Service. Das heißt, wir haben ungefähr einmal im Monat ein Meeting, wo unsere Unternehmenskennzahlen kommuniziert werden. Das hat uns im Jahr einen mittleren 5-stelligen Betrag gekostet. Und mit Teams versuchen wir, den einfach loszuwerden, um es mal ganz platt zu sagen. Wir haben es aufgesetzt. Wir nutzen Teams Live Events. Wir nutzen zu Teams Live Events eine Software, die nennt sich OBS Studio. Die nutzen wir zur Steuerung der Inhalte. Ich benutze die auch gerade im Moment, um die verschiedenen Inhaltsdarstellungen anzeigen zu können. Jetzt hat ja der Christian Groß heute früh gesagt, dass virtuelle Webcams und dieses OBS Studio funktioniert mit virtuellen Webcams im Zusammenhang mit Teams nicht mehr funktionieren. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie lange wir das noch so nutzen können. Ja, und auch hier wieder mehr Qualität durch standardisierte Hardware, also Mikrofon, Webcam, Beleuchtung, dass man einfach für die Vortragenden, das ist immer ein Kreis von 3 bis 4 Personen, dass wir hier die Möglichkeit haben, alles in der gleichbleibenden Qualität anbieten zu können. Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, weil nur so schaffen Sie es auch, dieses große Event, wo 300, 400 Leute teilnehmen, auch für den Vortragenden weitestgehend stressfrei und auch professionell abwickeln zu können. Ja, die Implementierung sei nochmal erwähnt an der Stelle. Wir haben eine feste Struktur bei diesen Live-Events. Das heißt, wir haben einen sogenannten Intro-Part. Das ist, wie Sie es heute früh auch bei Teams bei der Eröffnung gesehen haben. Das ist bei uns ein Set von PowerPoint-Slides, die in der Endlosschleife durchlaufen. Einziger Unterschied, den wir noch haben, ist, dass wir eine Musikspur haben. Das heißt, 10 Minuten bevor unser Meeting losgeht, wird das eingespielt in den Livestream. Und dann können die Teilnehmer auch schon mal checken, sehe ich ein Bild, höre ich einen Ton. Das heißt, sie entspannen dadurch auch so ein bisschen die Situation für den Teilnehmenden, dass er vielleicht 10 Minuten vorher noch mal checken kann, höre ich alles, sehe ich alles. Dazwischen kommen natürlich jetzt, nach dem Intro-Teil kommen die einzelnen Meeting-Inhalte. Die sind natürlich unterschiedlich. Das kann mal ein Speaker sein. Das können aber auch mal 2 oder 3 Speaker sein mit unterschiedlichen Inhalten. Im Wesentlichen ist es aber immer die Übertragung des Kamerabilds und irgendeine Art Power-Präsentation oder auch mal eine Live-Demo. Und dann gibt es entsprechendes Outro. Das ist auch wieder ein Slide-Karussell mit einer Musikspur, damit wir einfach nochmal einen schönen Rahmen gesetzt haben. Das heißt, dadurch haben Sie das Meeting jetzt mit dem Intro und dem Outro entsprechend ganz gut eingerahmt. Ja, Personalaufwand, den wir da haben, sind natürlich zum einen die Vortragenden. Und wir haben einen Mitarbeiter der IT, der
das Ganze so ein bisschen steuert und die Kolleginnen und Kollegen unterstützt. Also eigentlich übernimmt er die Steuerung im Live-Meeting, welche Inhalte gezeigt werden, und der Vortragende übernimmt das Klicken und das Sprechen durch die Präsentation. Maximalausbau ist, dass wir die Vortragenden haben, einen Kollegen von der IT und vielleicht noch mal jemanden, der Questions and Answers handelt, wobei wir eher selten mit der Q&A-Session arbeiten. Ja, auch hier wieder standardisierte Hardware-Ausstattung. Das sind wir auch teilweise noch im Test. Aber im Endeffekt geht es darum um Mikrofon, Kamera, Beleuchtung. Wir haben uns auch mal überlegt, ob wir mit Greenscreens arbeiten. Das heißt, man hätte theoretisch auch die Möglichkeit, dass wir nicht so, wie Sie es jetzt sehen, mein Video sozusagen in der rechten oberen Ecke, sondern man könnte das Ganze auch noch ein bisschen professioneller machen, nämlich dass man jemanden direkt ohne Hintergrund in die Folie mit einblendet. Das ist so ähnlich dann wie bei der Wetterfee, die dann praktisch mitten in der Wetterkarte steht. Ja, Vorbereitung ist nochmal ein Punkt, kann ich Ihnen nochmal wärmstens ans Herz legen. Legen Sie sich für diese Meetings Checklisten an, üben und testen Sie so viel wie es geht. Also ich kann Ihnen sagen, ich habe heute Nachmittag nochmal einen Test für ein Live-Meeting, was nächste Woche stattfindet. Testen, testen, testen. Also auch wir haben hier in Vorbereitung, ich denke, der Christian wird es in seiner Session nachher nochmal erklären. Man kann nie genug testen, seien sich einfach sicher, dass die Hardware und die Konstellation, die Sie nutzen wollen, einfach sauber funktionieren. Ja, nächstes Beispiel, Führung der Vertriebsorganisation. Wie ich schon gesagt habe, wir sind eine verteilte Organisation, das heißt über 80 Standorte. Wir haben aber ein weitestgehend zentrales Führungsteam. Das heißt, die Leute haben die Aufgabe, diese 80 Niederlassungen zu führen. In der Vergangenheit war das so, dass sie sehr viel gereist sind. Diese Reisetätigkeit wollen wir deutlich minimieren. Und wir wollen zum anderen auch die Transparenz steigern. Das heißt, das Tracking von Aufgaben soll weiter strukturiert werden. Ja, und wir wollen einfach mehr Struktur in die Führung der Niederlassung und in die Führung des Unternehmens bringen. Ja, wie lösen wir das ganze Thema? Zum einen natürlich Kommunikation via Konferenzen, also das heißt diese wöchentlichen Vertriebskonferenzen in einer Vertriebsregion zwischen Standorten oder Kunden projektbezogen finden über Teams statt. Die Dokumentenablage findet in Teams statt und wir nutzen auch entsprechende Apps. Zur App-Nutzung und zur Nutzung von Teams vielleicht noch mal ein Wort im Speziellen. Wir sind hier sehr, sehr restriktiv unterwegs. Wir legen hier sehr viel Wert auf Governance. Das heißt, bei uns kann sich der einzelne Benutzer kein eigenes Team anlegen. Das geht immer über die IT. Das ist ein zentraler Prozess. Sie beantragen die Anlage eines Teams. Wir genehmigen das bzw. legen Ihnen das Team auf Basis einer Vorlage an. Wir restriktieren ebenso die Nutzung von Apps. Das heißt, unsere User sind in der Regel nur in der Lage, im Standard-Set erstmal die Standard-Apps von Microsoft zu nutzen. Das heißt, die Weblink-App, das Excel, das Word-Plugin, so Dinge wie Polly oder ähnliche Themen. Unseren Usern steht aber nicht der ganze App-Katalog zur Verfügung. Das hat Gründe und das kann ich Ihnen auch ehrlich gesagt nur empfehlen, dass Sie hier sehr restriktiv am Anfang sind. Zum einen, um den Wildwuchs zu verhindern, weil sie müssen das Ganze auch noch supporten. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn die User am Anfang sich jeder 20 Teams anlegt und 30 Apps installiert, irgendwann wird es unübersichtlich und dann geht der Schuss nach hinten los. Das heißt, die Produktivität des Arbeitens mit Teams sinkt und ja, das liefert für die Leute dann irgendwann keinen Mehrwert mehr und dann schläft es wieder ein. Ja, wie haben wir es implementiert? Ich habe es mal als Beispiel von unserem Chief Operation Officer beziehungsweise unserem Chief Sales Officer. Die haben jeweils ein eigenes Team. Die haben eine freie Hand, was die Struktur hinsichtlich der Channels angeht. Und sie können dieses definierte Set von Apps nutzen. Wir fokussieren uns da wirklich auf einfache Apps und schnelle Effekte. Sie werden es auch in der nachfolgenden Folie nochmal sehen. Wir benutzen in der Regel themenbezogene bzw. aktionsbezogene Channels. Das heißt,
Es kann auch mal sein, dass ein Channel aufgemacht wird und nach 4 Wochen wieder verschwindet, weil die Aktion entsprechend vorbei ist. Was wir auch tun, ist, dass wir die bestehende Webseiten verlinken in die Teams rein. Das heißt, Webseiten aus unserem Mikrokosmos hier im Unternehmen, zum Beispiel Reporting-Dashboards oder ähnliches. Das soll einfach dazu dienen, dass nochmal eine Animation da ist, Teams wirklich zu nutzen. Ja, das heißt, sie liefern einen Mehrwert, indem sie Informationen hier zusammenfassen aus verschiedensten Systemen. Wenn wir uns das Ganze hier mal mit Screenshots anschauen, habe ich 2 Beispiele dabei. Das eine Thema ist auf Basis eines Excel-Plugins, sprich, wir haben einfach eine klassische Excel-Liste genommen, mit dem Excel-Plugin in einen Kanal eingebunden und dann haben Sie die Möglichkeit, dass mehrere Leute gleichzeitig an einer Excel-Tabelle arbeiten können. Das ist wirklich ein No-Brainer eigentlich. Das hört sich ziemlich einfach an, das ist aber wirklich ein sehr starker Effekt und die Niederlassungen oder auch die Führungskräfte nutzen das sehr stark und erkennen auch hier sehr schnell einen Mehrwert. Ich nenne mal ein Beispiel. Wir haben klassische Listen, wo wir zum Beispiel für Vertriebsmailings, da werden Excel-Listen aus unserem ERP-System erzeugt. Da müssen Kunden markiert werden, die von diesem Mailing angesprochen werden sollen. Und das wird dann wieder in unser System zurückgespielt. Früher war das so, Excel-Tabelle wurde kreiert, wurde rumgeschickt an 80 Niederlassungen. 80 Niederlassungen haben ein Ergebnis zurückgeschickt. Irgendwo saß am Ende ein armer Student, der alles wieder zusammenführen musste. Können Sie heute hier viel, viel einfacher machen, indem Sie entsprechend dieses Plugin nutzen und jeder kann seinen Teil da drin bearbeiten. Zweites Beispiel hier unten noch, Einbindung gängiger Webseiten. Sie sehen hier unten unser Digitalisierungs-Dashboard. Wir haben im Bereich Zeiterfassung für unsere 8000 externen Mitarbeiter eine Aktion laufen, dass wir versuchen, die Stundenerfassung möglichst weit zu digitalisieren. Und da gibt es die Möglichkeit für jede Niederlassung, sich in einem Dashboard anzuschauen, welchen Kunden habe ich schon digitalisiert, welchen noch nicht, wo liegt mein Potenzial. Und diese Webseiten zum Beispiel machen wir auch verfügbar. Einfach um möglichst Teams auch als Informationshub zu implementieren oder etablieren. Ja, die Organisation einer Niederlassung selbst, ganz kurz zusammengefasst, soll zum einen die Verbesserung der Kommunikation innerhalb der Niederlassung bedeuten. Wir wollen implementieren Planungstools wie den Planner zum Beispiel. Wir steigern die Transparenz durchs Tracking von Aufgaben und fördern natürlich auch die mobile Nutzung. Das sollte man nicht unterschätzen. Die mobile Nutzung ist mit Teams, hat es nochmal einen gewaltigen Sprung gemacht. Ich meine, Sie können fast alles, was Sie in Teams reinlinken, auch auf dem Mobiltelefon oder auf dem Tablet nutzen. Und dieser Effekt, also auch dieser Effekt wird von unseren Fachabteilungen sehr gut angenommen. Die Lösung an sich, wir legen Dokumente ab, wir nutzen Chats. Wir nutzen natürlich wieder dieses schon mehrfach beschriebene Standardset von Apps. Wie implementieren wir das gerade? Wir sind gerade in einer Phase, in der wir 5 Pilotniederlassungen haben, denen wir eine offene Struktur gegeben haben. Die einzige Einschränkung, die wir haben, sind, welche Apps sie nutzen können. Und wir lassen die jetzt mal ein Vierteljahr so laufen. Und am Ende dieser Phase setzen wir uns mit denen zusammen und es erzählt jeder, wie er sich organisiert hat. Und aus diesem Ganzen, aus dieser Stoffsammlung versuchen wir dann, ein Template zu kreieren, das wiederum dann für alle anderen Niederlassungen zur Verfügung steht. Letztes Beispiel, Lohn- und Gehaltsabrechnung. Auch hier ist es eigentlich wieder ein sehr dezentral laufender Prozess, der am Ende in einem zentralen Pool zusammengeführt wird. Wir haben einmal hier in München eine Abteilung, die sozusagen die Lohn- und Gehaltsabrechnung für 8000 Mitarbeiter finalisiert und an unseren Abrechnungspartner die DATEV übergibt. Wir haben aber auch in den Regionen sogenannte regionale Abrechnungszentren, die sich um die Stundenerfassung kümmern, die Prüfaufgaben wahrnehmen etc. Für dieses Thema möchten wir
ebenfalls Teams einsetzen. Ich sage deshalb möchten wir, weil wir hier wirklich noch in der Planungsphase sind. Deswegen steht in der Folie auch Draft oben drüber. Ja, wir nutzen einfache Apps, das, was da ist, primär. Das heißt, wir nutzen den Planner, wir nutzen die Excel-App. Wir programmieren eventuell das ein oder andere Makro oder vielleicht am Ende auch eine eigene App. Aber im Grunde geht es darum, dass wir versuchen, möglichst Teams hier als Plattform zu implementieren, mit der sie die Kommunikation einfach zusammenführen. Es ist generell unsere Strategie, auch bei der Verwendung von Teams, dass wir nichts aus bestehenden Applikationen rausziehen. Also um Ihnen ein Beispiel zu nennen, wir haben ein Bewerbermanagementsystem, wir haben ein ERP-System, mit dem wir die ganze Personalverwaltung machen. Es macht keinen Sinn, diese Prozesse da jetzt rauszuziehen. Sie haben aber jede Menge Prozesse oder Kommunikationsstränge, die außerhalb dieser Programme laufen. Und genau um diese Stränge geht es. Und dafür wollen wir mit Teams eine Plattform schaffen. Ja, wir haben oder wir möchten wir es gerne implementieren. Wir werden ein Team nutzen, in dem alle Kolleginnen und Kollegen Zugriff haben, die für die Lohnabrechnung zuständig sind. Wir werden als im ersten Schritt wahrscheinlich mal die vorhandenen Excel-Checklisten mit diesen Plugins in irgendeiner Struktur hier sichtbar machen und dann in Kombination mit dem Planner entsprechend hier den Prozess aufsetzen. Es gibt hier diverse Planungsansätze, die ich hier mal kurz zeigen möchte. Das eine ist eine Variante, dass die Variante 1, die Sie hier sehen, da haben Sie pro Abrechnungszentrum in der Region dann entsprechend im Planner die Niederlassungen als einzelne Karte. Und innerhalb dieser Karten haben Sie dann Checklisten, ja, wo Sie praktisch sagen können, okay, die Niederlassung ist abgerechnet oder ist in dem und dem Status. Die zweite Variante ist einfach eine andere Struktur. Das heißt, da haben wir nicht mehr die Abrechnungszentren, sondern wir haben die Prozessschritte und innerhalb der Prozessschritte dann sozusagen nochmal die Niederlassung. Für welche Variante wir uns jetzt letzten Endes entscheiden werden, ist noch nicht raus, aber das sind jetzt erstmal die beiden Varianten, die wir momentan evaluieren und in Betracht ziehen. Ja, zu guter Letzt, wie geht es bei uns weiter? Wir werden uns weitere Apps anschauen. Allen voran genannt sei Microsoft Lists. Hat mich ganz besonders gefreut, als Herr Christian heute erzählt hat, dass es wohl offensichtlich demnächst ausgerollt wird. Ist ein Thema, wo wir ganz dringend drauf warten, weil wir bei Lists auch nochmal eine Möglichkeit sehen, anders als bei Excel-Tabellen, da auch noch mit Flow oder Power Automate da nochmal Prozesse dran zu hängen und Dinge anzutriggern. Shifts ist bei uns ein ganz großes Thema. Wir haben etliche Niederlassungen, die Schichtplanung für Mitarbeiter machen. Wir haben uns hier schon mal im Ansatz mit Shifts beschäftigt. Ich muss für mich sagen, erster Eindruck ist, es ist wahnsinnig kompliziert aufzusetzen, weil sie viele Möglichkeiten haben. Mit Sicherheit nicht so viel wie jetzt ein professionelles Schichtplanungssystem, aber sie haben auch hier schon eine ganze Menge Möglichkeiten. Also das heißt, wenn Sie so ein kleines Team von 5 oder 6 Leuten haben, die Schichtarbeiten, macht es wahrscheinlich keinen Sinn. Wenn Sie allerdings mit 20 oder 30 Leuten Schichtplanung machen, ist das einmalige Aufsetzen relativ zeitaufwendig. Aber wenn Sie dann Schichten schieben wollen oder Schichtlücken erkennen wollen, ist das, glaube ich, keine schlechte App. Wir selbst haben es auch noch nicht in der Praxis im Einsatz. Ja. Konferenzen und Schulungen, Thema Greenscreen hatte ich schon angemerkt. Wir möchten natürlich auch noch weitere dezentrale Speaker einladen. Also das heißt, es geht nicht nur darum, Leute aus dem Unternehmen in diese Webinare mit reinzunehmen, sondern auch teilweise unsere Partner, also zum Beispiel eine Rechtsberatung. Oder wir haben auch eine starke Säule bei uns, Gesundheitsmanagement. Also wir arbeiten mit so einem Ärztezentrum zusammen. Da gibt es auch immer wieder Vorträge, wie Sie Mitarbeiter in der Produktion, in der Logistik vernünftig schulen, damit die möglichst gesund arbeiten. Und da arbeiten wir eben auch gerade daran, dass wir eben wie hier auch entsprechend mit dezentralen Teilnehmern arbeiten können. Ja, und dann natürlich Anbindung unserer Kunden. Teams ist momentan etwas, was wir sozusagen hausintern betreiben, aber wir möchten uns dann natürlich auch nach außen öffnen. Das heißt,
Wir möchten zum einen unsere Kunden mit reinnehmen in Bezug auf Projekte, aber auch unsere externen Mitarbeiter, unsere Zeitarbeitnehmer. First-Line-Worker ist natürlich hier ein entsprechendes Schlagwort. Da wissen wir aber auch aus Lizenzgründen, Kostengründen noch nicht genau, wie wir es machen, ob wir jedem Mitarbeiter die Möglichkeit bieten, dass er sich da reinklingt oder ob wir vor Ort zum Beispiel in einem Logistikzentrum 2, 3 Mitarbeiter haben, die Zugriff drauf haben. Wie auch immer, es soll über Teams dann laufen. Das heißt, es gibt pro Kunde oder pro Kundenprojekt ein Team. Und auf das hat der entsprechende Personenkreis dann entsprechend Zugriff. Ja, das war's schon. Ich habe auch ein bisschen überzogen. Ne? Ich habe 30 Minuten versprochen. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit für Ihre Fragen. Genau, dann eine Frage. Herr Kropp, erstellen Sie für jede Schulung eine eigene Teams-Gruppe mit entsprechenden Kanälen? Erzeugen Sie dadurch nicht Unmengen von Gruppen? Lösen Sie die Gruppen nach einer Schulung auf? Wenn ja, was passiert mit den Dokumenten und Notizen? Also es ist wirklich, es ist so, wir machen für jede Schulung oder für jeden Schulungsblock, muss man sagen, machen wir ein extra Team mit den Kanälen. Es ist aber so, dass wir eben so eine Lifecycle-Policy mit dem Teams-Manager hinterlegt haben. Das heißt, diese Teams werden nach einem Vierteljahr archiviert und ich glaube, nach einem weiteren halben Jahr werden sie dann gelöscht. Die Teilnehmer sind dann aufgefordert, sich innerhalb eines Vierteljahres die Dokumente, die sie haben möchten, auch nochmal runterzuladen. Der jeweilige Moderator oder die Person, die Moderatorrolle innehat, kann ja dieses Team auch noch länger leben lassen bei Bedarf. Also Sie kriegen im Rahmen dieses Lifecycles eine Benachrichtigung als Moderator, möchten Sie den Lifecycle des Teams verlängern oder nicht. Bei uns ist der Moderator immer ein IT-Mitarbeiter oder die IT als solches, beziehungsweise hier auch die Trainingsabteilung. Die haben das also im Griff. Aber es ist wirklich so, wir legen hier entsprechend für jede Schulung Teams an. Um aber eben das so ein bisschen automatisch zu pflegen und die Anzahl nicht zu groß werden zu lassen, haben wir eben dieses Lifecycle-Management implementiert. Die nächste Frage, wie entscheidet die IT, ob ein beantragtes Team erstellt werden darf? Ist das der IT überhaupt zuzumuten, diese Entscheidung zu treffen? Wie soll sie das beurteilen, ob ein Team erstellt werden darf? Das ist in der Tat ein guter Punkt. Ja, wir nehmen die Bürde mit momentan auf uns. Wir machen das dann auch immer in der Diskussion mit der Fachabteilung, wobei wir eine ganz klare Struktur haben. Die Idee ist, wo wir am Ende landen wollen, dass wir einfach sagen, wir haben einmal für jede Niederlassung ein Team, dann für die Führungsstruktur gewisse Teams. Und die Entscheidung oder so dynamische Teamanfragen, die sind immer projektbezogen beziehungsweise kundenbezogen. Die Kundenseite haben wir noch nicht ausgerollt. Mit der Projektseite fangen wir an. Das heißt, in diesem Bereich ist eine Dynamik drin. Ja? Und da wird es wirklich so sein, dass wir das am Anfang trotzdem versuchen, über die IT zu lotsen, weil wir nicht so ein starkes Projektgeschäft haben. Also der Aufwand, der bei uns durch dynamische Projektteams entsteht, ist relativ gering. Und das kann man wirklich noch durch Individualdiskussionen abwickeln. Es gab auch noch eine Frage zu Breakout Rooms, aber ich glaube, die habt ihr oder noch nicht implementiert. Oder also wir haben es auch nicht. Also wir haben die Vorlage, es ist aber relativ einfach. Also im Grunde, nochmal kurz beschrieben, du legst halt für jeden Breakout Room einen Kanal an. Weist von den 12 Schulungsteilnehmern, also wir weisen praktisch, wir machen Private Channels draus am Ende und weisen die Leute fix einem Private Channel zu. Und wenn wir die Leute dann in die Breakout Trainings schicken, dann geht es praktisch über diese Meet Now Funktionalität, also du gehst in den Kanal rein, sagst Meet Now und dann wird ja ein Meeting mit genau diesen 4 Teilnehmern erzeugt. Ja, und der Trainer ist sozusagen der 5. Teilnehmer und der kann sich ja in allen Konferenzen mit reinlinken an der Stelle. Das ist ein relativ einfacher Mechanismus. Wer da noch Fragen zu hat, und ich kann es auch generell nochmal anbieten, wenn Sie detailliertere Fragen haben, Sie können mich auch gerne anschreiben, wir können gerne mal telefonieren oder ich beantworte es auch schriftlich, wie wir einzelne Dinge im Detail umgesetzt haben.